Moin Moin, wir haben heute den 1.4.2022 und es ist kein April-Scherz, es schneit. Ja, Deutschland ist nochmal von einem richtigen Wintereinbruch oder späten Wintereinbruch betroffen und ich kann für Hannover sagen und jede Menge Gebiete im norddeutschen Flachland, so viel Schnee wie jetzt lag im gesamten Winter 2021-2022 nicht. Ja, wir haben ja inzwischen schon lange kein Winter mehr, sondern Frühjahr. Ja, dafür ist Tief Jana verantwortlich. Ich zeige euch hier mal so ein paar Aufnahmen. Inzwischen haben wir auf jeden Fall minus 1 Grad, kurz nach 7 und es liegen um die 8 cm Schnee hier auf der Wiese. Wahnsinn. Ja, hier mal so ein paar Impressionen aus dem Garten. Ja, ich muss tatsächlich sagen, es liegt überhaupt das erste Mal dieses Jahr Schnee. Hier einmal auf kachelmannwetter.de und zwar auf der Niederschlagsvorhersage. Blau markiert einmal Schneefall, grün ist hier so Regen und orange ist dann Schneeregen. Genau, das ist jetzt aktuell die Vorhersage von 4 bis 5 Uhr früh, also heute am Freitag, den 1.4. Und im Laufe des Morgens und des Vormittags ziehen sich die Niederschläge, die Schneefälle weiter in die Mitte zurück. Auch der Regen im Süddeutschland geht halt mehr und mehr in Schneefall über. Und besonders im Bergland, also in den Mittelgebirgen oberhalb von 400 Metern, kann es zu Neuschneemengen bis zu 15 cm kommen. Aber auch in Großstädten wie jetzt Frankfurt oder Stuttgart wird es auf jeden Fall im Laufe des Tages schneien. Und auch da kann es auf jeden Fall zu Schneematsch kommen oder einer dünnen Schneedecke. Ja, und im Laufe des Abends und in der Nacht zu Samstag ziehen sich die Niederschläge dann in den Alpen zurück. Und dort ist man ja auf jeden Fall Schneefall gewohnt, auch um die Jahreszeit. Ja, und hier dann nochmal die Vorhersage für die aktuelle Schneehöhe. Auch wieder Kachelmannwetter Super HD, verlinke ich euch einmal unten in der Videobeschreibung. Das ist jetzt die aktuelle Vorhersage für 5 Uhr früh. Ich bin ja in Hannover und wir sehen jetzt sehr schön, das deckt sich auf jeden Fall auch mit der Realität, dass da so 2-3 cm Schnee liegen sollen. Es schneit ja auch aktuell. Genau, und dann weitet sich der Schneefall weiter in die Mitte Deutschlands aus. Mit zunehmendem Tagesgang taut dann der Schnee hier auf jeden Fall in Niedersachsen wieder weg. Und gleichzeitig nimmt die Schneedecke besonders in den Abendstunden in den Mittelgebirgen zu. Wir sehen jetzt hier besonders halt die Mittelgebirge, also das Sauerland, die Eifel ist hier, dann weite Teile in Hessen sind auf jeden Fall betroffen, dann hier Richtung Rhön runter und Schwäbische Alb. Also überall da kann es auf jeden Fall zu ja, nennenswerten Neuschneemengen auf jeden Fall kommen. Wir können auch mal kurz reinzoomen, zum Beispiel hier in Hessen auf den Taunus. Ja, und da sieht man dann sehr schön in Frankfurt selbst, unten wird es wahrscheinlich ein bisschen zu warm sein, aber im Taunus selbst können dann ja, bis zu 18 cm Schnee fallen und das wäre jetzt am Samstag, den 2.4. Ja, recht ordentlich auf jeden Fall. Ja, hier in Hannover schneit es jetzt ordentlich. Es ist jetzt 2.30 Uhr nachts oder morgens und ja, gefühlt haben wir jetzt bereits mehr Schnee als im gesamten Winter. Tatsächlich fehlen dazu noch ungefähr 1 cm, dann haben wir es tatsächlich geschafft und das sollte auf jeden Fall in den nächsten Stunden erreicht werden. Oh, hier so mäßiger Schneefall, ne? Hat auch gerade erst angefangen. Hier, so auf der Mülltonne. Auf dem Rasen ist ein bisschen weiß. Wir haben auch unter 0 Grad, minus 0,5 Grad. Das heißt, es bleibt jetzt auch wirklich hier so liegen, ne? Thank you.
Inzwischen haben wir es 4.30 Uhr. Ich habe mal hier meinen Standort markiert und es schneit gerade recht kräftig. Ja, Hannover liegt gerade auf jeden Fall im stärksten Bereich des Niederschlags. Handelt sich so mäßigen Schneefall. Alles, was so blau hinterlegt ist, ist dann wirklich leichter Schneefall. Inzwischen haben wir es 6 Uhr morgens und man kann jetzt wirklich offiziell sagen, jetzt im Frühjahr, also am 1.1. ist mehr Schnee in Hannover gefallen als im gesamten Winter 2021-2022. Und es schneit immer noch. Weiter geregnet.